Erstmal, liebe Schwester im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und natürlich auch herzlich willkommen an alle Nicht-Muslime, die hier sind. Und ich freue mich erstmal, ich habe mich erstmal riesig gefreut, heute hier hinzukommen. Und als ich dann Stunden vor dem Vortrag hier ankam, und da waren schon so viele Jugendliche draußen vor der Tür, sowas freut mich immer wieder, denn ich habe ja auch ein Ziel, wenn ich hier hinkomme. Und das ist etwas übrig zu lassen oder etwas dazulassen. Das heißt, einen Funken von der Liebe, die man für die Religion hat, zu übergeben. Und ich hoffe, dass dieser Funke, inshallah, in euren Herzen zu einem Feuer wird. Und nicht ein Feuer, das einen selber verbrennt, sondern ein Feuer, das einem nützlich ist. Denn das Feuer ist ein Element, ein klassisches Element, das nützlich für den Menschen sein kann oder den Menschen schaden kann. Man sagt, die Menschen haben eigentlich, also das wird gesagt, ja, ich sage jetzt nicht, dass es so richtig oder so falsch, wird eigentlich gesagt, dass die Tiere, beziehungsweise die wilden Tiere in dem Moment, also sozusagen besiegt haben, als sie den Umgang mit dem Feuer gelernt haben. Ja, also das heißt, das Feuer kann ein Nutzen sein beim Kochen, bei Energieherstellung etc. Damit kann man sich aber auch selber verbrennen. Und deswegen sage ich, ich möchte inshallah euch einen Funken geben, der für euch zu einem Feuer wird, das euch nützt, dass euer Iman, also, oder unser Iman gemeinsam gestärkt wird. Und ich hoffe, dass jeder Einzelne, der heute hier ist, aus diesem Ort, aus dieser Moschee rausgeht und versucht, sich zu verändern. Und die Veränderung, die findet immer erst statt, und natürlich positiv zu verändern, ja? Die Veränderung, die findet immer erst statt, wenn man sich selber betrachtet, was man an sich verändern muss. Und das ist auch ein Grund, warum Umar al-Khattab radiallahu anhu gesagt hat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Das heißt, rechnet mit euch ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Wann wird mit uns abgerechnet? Am jüngsten Tag. Am jüngsten Tag wird mit dem Menschen abgerechnet. Und wir müssen darauf achten, dass wir, bevor mit uns abgerechnet wird, dass wir mit uns selber abrechnen. Das heißt, dass wir schauen, was ist mein Fehler? Wo kann ich mich verbessern? Wo liegen meine Sünden? Wo liegen meine Probleme? Was hält mich davon ab, die Religion so zu praktizieren, wie es die Religion vorschreibt? Und hier möchte ich erstmal ganz am Anfang mit einem allgemeinen Problem anfangen, was viele Muslime heutzutage wahrscheinlich auch beschäftigt. Und das ist, ihr habt sicherlich alle von dieser Integrationsdebatte gehört, oder? Tilu Sarrazin und Co., ja, jeder fängt an zu blöken, ja. Und ich wollte euch mal fragen, weil das wäre ja interessant zu wissen, aber nicht von dir. Was ist Integration, beziehungsweise was wird bei der Integration von euch, weil ihr seid ja angesprochen, ja? Ihr seid ja die bösen Jugendlichen, sozusagen, der Heranwachsenden, ja, weil es wird ja da sehr pauschalisiert, es wird irgend so ein Gangmitglied aus Berlin oder aus Frankfurt gezeigt, der sich irgendwie daneben benimmt, und dann wird das praktisch so auf alle Muslime bezogen. Oder Entschuldigung, auf die religiösen Muslime, Entschuldigung, dass ich das vergessen habe. Es kam ja jetzt diese pfeifersche Studie raus, dass die religiösen Muslime die gewalttätigsten sind. Ja? Das ist ja eine Studie. Ich sage direkt von hier, diese Studie ist eine Lüge. Punkt. Weil wir haben die Erfahrung damit und wir können es ganz klar sagen, dass das eine Lüge ist. Da kann ja noch so viele, und jeder, der mit jugendlichen Muslimen zu tun hat, weiß, dass das eine Lüge ist, weil genau das Gegenteil der Fall ist. Und ich fand das sehr interessant, als vor kurzem in einer Talksendung jemand gefragt wurde, der früher kriminell gewesen ist und der jetzt ein Streetworker in Berlin ist, und der sagt, wir beobachten genau das Gegenteil. Wir sehen, dass Leute im Gefängnis sitzen, die vorher die schlimmsten Banausen waren, Zuhälter, Drogendealer, Schwerverbrecher, Schlägertyp, und jetzt sagen die, boah, ich bin mich mit dem Koran beschäftigt und ich möchte mich verändern. Und komischerweise jeder Muslim, dem man das erzählt, der sagt, das ist auch die Erfahrung, die ich mache. Hat hier einer eine andere Erfahrung gemacht? Ich kenne nur, es ist genau das, was ich sage, oder? Ihr kennt nur die Leute, die die Religion, dass diejenigen, die hier einen auf Gangster-Rapper machen, die mit der Religion gar nichts zu tun haben. Stimmt, da habe ich recht. Ihr könnt ruhig sagen, nee, pass auf, ich kenne auch den oder den.
Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich rede von der Regel. Das heißt also, es ist eine, aber das Schöne ist ja, es wurde uns ja bisher noch nicht illustriert, das heißt genau gezeigt, wie man überhaupt festgestellt hat, wer die religiöseren Muslime sind. Vielleicht hat er ja religiöser Muslim an demjenigen gemessen, der sagt, die Deutschen, und wer das sagt, der ist ein religiöser Muslim und der andere ist ein unreligiöser Muslim. Könnte ja eventuell sein, ja. Oder vielleicht hat er das daran gemessen, wie viel Wissen jemand von der Religion hat. Ja. Wissen wir nicht. Dann wissen wir auch nicht genau, was er mit Gewalttätigkeit meinte. Weil es wird uns jedenfalls suggeriert, dass Jugendkriminalität, das heißt, die ist Intensivstraftäter, ja, dass die strenge Muslime sind. Strenge Muslime? Freundin in der linken Arm, im Islam verboten. Joint in der rechten Hand ist im Islam verboten. Dann kommt aus dem Mund nichts anderes als Schimpfwort. Ey, du, ey, Mann, ey, deine Mutter und dies und das. Ja, ihr kennt es ja. Ich spreche es nicht aus. Und das ist strenger Muslim. Das, was er sagt, ist verboten. Das, was er einnimmt, ist verboten. Das, was er im Arm hält, ist verboten. Alles an dem ist verboten. Hat mit Islam nichts zu tun. Aber dass er sich daneben benimmt und an der Bank ausraubt, das ist vom Islam. Mashallah. Deswegen frage ich euch, vielleicht hat ihr eine Idee, was ist Integration und was wird in der Integration von euch gefordert? Erzählt mal. Schämt euch nicht. Aber das Wort Integration, wer hat das noch nicht gehört? Wer hat das Wort Integration schon gehört? Jeder, okay. Okay, was wird gefordert? Bitte. Was heißt anpassen? Ja, anpassen ist ja ein allgemeiner Begriff. Und das ist das Schöne, weil du kannst, bisher habe ich nur einen allgemeinen Begriff, weil ich möchte hören, was genau speziell mit anpassen. Verstehst du? Ja, bitte. Also ich glaube, dass statt Integration Assimilation hier gemeint ist. Okay, das könnte durchaus möglich sein, aber ich will wissen, was ist genau gefordert bei der Integration? Dazugehören zu dieser Gesellschaft. Und was bedeutet das, dazugehören? Speicherplatz, integrierte Speicherplatz und externe Speicherplatz. Ja. Integrierte bedeutet dazugehören, so werden wie die eigentlich auch. Ja. Zu dieser Kultur gehören, aber auch so sein wie sie und sich zu verhalten, so sprechen, so leben wie sie. Ja. Oder? Also hast du das, guck mal, ich will nicht wissen, was du selber unter Integration verstehst, sondern ich will wissen, was du gehört hast von ihnen, was genau gefordert wird. Bitte. Okay, lernen der deutschen Sprache. Hat der Islam, ich frage euch, hat der Islam verboten, die deutsche Sprache zu lernen? Ist einer der Meinung, im Islam ist verboten, die deutsche Sprache zu lernen? Okay, keiner ist der Meinung, dass das verboten ist. So, wer von euch kann die deutsche Sprache nicht? Ihr könnt alle die deutsche Sprache, also super, ihr seid perfekt integriert, mashallah. Nein, guck mal, was ich damit sagen will, ist, ich mache die Erfahrung, dass viele Jugendliche Deutsch besser sprechen als ihre vermeintliche Muttersprache. Was ist eure Erfahrung diesbezüglich? Zum Beispiel, ich frage euch jetzt, wenn ein türkischer Hodja hier sitzt und erzählt etwas, wer ist hier übrigens Türke? Wer ist Türke? Türke? Okay, die meisten Araber, einige Bosnier, Antarktis. Okay. Gut, okay, dann fragen wir jetzt mal die Türken. Wer von den Türken, also was verstehst du besser, wenn ein türkischer Hodja hier sitzt oder wenn ich heute hier sitze? Wenn du heute hier sitzt. Ja? Ja. Verstehst du besser? Also es geht auf jeden Fall vielen so, dass sie es besser verstehen. Das heißt, die deutsche Sprache, der bist du mächtig, ja? Das Problem ist hier wahrscheinlich, dass es vielen Jugendlichen so geht, wenn sie in die Schule kommen, dass sie am Anfang die Muttersprache besser sprechen als beispielsweise Deutsch und dass dadurch Probleme in der Schullaufbahn entstehen. Weil wenn man natürlich am Anfang, aber am Ende oder ich sage mal in der Mitte der Schullaufbahn, ist es meistens so, dass die deutsche Sprache aufgeholt hat. Ist meistens so. Zum Beispiel mein Sohn, als er, der ist jetzt in der zweiten Klasse, als er in die Schule kam, der konnte Arabisch besser als Deutsch. So, aber jetzt, ja, ist ja klar, seine Mutter ist ja Araberin und wir haben auch eine Zeit lang, während er klein war, im arabischen Ausland gelebt und er konnte besser Arabisch als Deutsch. Und das war ja auch für uns wichtiger, die Sprache, weil wir ja immer schon vorhatten, ins Ausland auszuwandern. So, aber jetzt, wo er in der Schule ist, ist es ungefähr gleich. Und die Sprache nach dem Anruf, wenn Deutsch nicht sogar schon stärker ist. Ja, aber das ist der Punkt.
Die Sache ist doch ganz klar, wenn jemand in einem Elternhaus aufwächst und zu Hause mit den Eltern zu tun hat, dass er meistens die deutsche die Sprache, die zu Hause gesprochen wird, besser beherrscht als die Sprache, die draußen gesprochen wird. Und dann ist es noch ein anderes Phänomen oder eine andere Tatsache ist, dass Kinder, die zweisprachig aufwachsen, immer länger brauchen, um beide Sprachen zu beherrschen, als Kinder, die einsprachig, die mit einer Sprache aufwachsen. Mit einer Sprache aufwachsen. Das ist ganz klar, nur am Ende können sie beide Sprachen gleichzeitig. Der Vorteil ist, dass sie zwei Sprachen als Muttersprache sprechen. Der Nachteil ist, dass sie am Anfang etwas länger brauchen. Aber da braucht man sich nur ein Buch über Erziehung zu kaufen und in dem Buch über Erziehung nachzulesen, wie das denn ist, wenn Kinder zweisprachig aufwachsen oder dreisprachig oder bis zu vier Sprachen. Und dann ist es ganz klar, dass sie am Anfang etwas länger brauchen. Warum? Weil um in einer Sprache dich ungefähr vernünftig unterhalten zu können, braucht man ca. 2000 Vokabeln. Man braucht ungefähr 2000 Vokabeln, um in einer Sprache sich vernünftig unterhalten zu können. So. Um 2000 Vokabeln zu lernen, brauchst du einen bestimmten Zeitraum. Wenn du aber zwei Sprachen gleichzeitig lernst, dann sind das 2x 2000, 4000, ganz einfach, ne? Ganz einfach Grundrechenart, dann sind das 4000 Vokabeln. Und um 4000 Vokabeln zu lernen, brauchst du länger als für 2000 Vokabeln. Aber warum wird von so etwas nie was erzählt? So, was mich bisher wundert, ist, wurde bisher die Sprache angesprochen. So, ihr sagt, die meisten, die ihr kennt, die können die deutsche Sprache wunderbar, oder nicht? Dann habe ich gesagt, es ist ganz normal, dass in den Anfangsjahren das Kind die deutsche Sprache oder die Muttersprache besser spricht als beispielsweise eine andere Sprache, ganz klar. Ganz klar, weil er hat das die ganze Zeit zu Hause gemacht. Wenn er in den Kindergarten geht, ändert sich das manchmal auch. So, dann Kindergarten. Jetzt kommen wir zum Kindergarten. Wie ist das denn? Übrigens, Integration, wollte ich schon mal gesagt haben, ist ja ein Geben und Nehmen. Das ist ja kein einseitiger Prozess. Das heißt, wir Muslime, wir müssen uns integrieren und die anderen haben nichts damit zu tun. Ja? So, Integration. Jetzt Kindergarten. Ist es im Islam verboten, in den Kindergarten zu gehen? Aber könnte es sein, dass es im Kindergarten Dinge gibt, die man als Muslim nicht machen darf? Zum Beispiel? Wenn zum Beispiel Dinge gefüttert werden, die man nicht essen darf? Oder zum Beispiel, wie ein Freund von mir, der in den Kindergarten geht und dann wird er in die Kirche genommen, dann wird ihm ein Aschekreuz auf die Stirn gemacht und so weiter und so fort. Und das ist der Grund, warum viele Eltern, muslimische Eltern, keine Lust haben, ihr Kind in den Kindergarten zu schicken. Ja, weil die Kindergärtnerin einen auf ganz schlau macht und denkt, ja, wir wissen schon, wieso was besser ist, weil ihr seid ja sowieso, ihr habt sowieso keine Ahnung, ja, wir wissen schon, was gut dafür ist. So. Komischerweise, diese ganze Debatte über Schwimmen für Mädchen und, oder nicht, oder Klassenfahrt oder dieses oder jenes oder Feiertage. Warum gibt es diese Debatte nicht in den USA? Obwohl in den USA der Anteil der Muslime ungefähr genauso groß ist. Warum gibt es diese Debatte dort nicht? Weil es dort von vornherein keine Debatte darüber gibt, weil es dort viel mehr fundamentalistische Christen gibt, die von vornherein, wo das Mädchen auch nicht schwimmen geht, wo beispielsweise Schwimmunterricht getrennt ist. Oder wo beispielsweise ganz normal ist, dass da in jedem Stadtteil ein islamischer Kindergarten ist, wo keiner der Erzieher auf die Idee kommt, dem Kind ein Aschekreuz auf die Stirn zu machen. Das ist das Problem und darüber müssen wir reden, weil wir müssen nicht unseren Mund in dieser Sache zumachen. Das heißt alles, ihr seid es schuld, ihr seid es schuld, ihr seid es schuld. Es gibt ganz klar Grenzen in der Integration. Das ist der Punkt. Hat noch jemand was anderes gehört? Ja, du hast jetzt Sprache genannt. Gibt es noch was anderes? Kultur. Bitte. Aussehen. Wurde das gesagt? Hast du das richtig gehört? Von Tilo Sarazin, oder? Nee, von irgendjemandem, der das gehört hat. Ja, wer hat das gesagt? Von meiner Lehrerin. Also deine Lehrerin hat das gesagt. Ja, okay, deine Lehrerin, die hat ja sowieso eigentlich in dieser Debatte, aber das ist gut, dass du sagst, weil die Lehrerin gibt ja das wieder, was sie darunter versteht. Ja? Weil ich denke mal, vor 10 Jahren wird sie noch nicht darüber geredet haben. Was hat sie jetzt bei dir was bemängelt am Aussehen oder wie oder was? Ja. Muss sie Haare blond färben oder wie? Ja. Hat man diese Baseball-Cup Mann und da hat sie gemeint, du mit so einem Standard, so ein Muster färben.